Na, Schatz? Ist das dein Baby? Leni? Ja. Was verstehst du nicht, Andreas? Was denn? Mama, weil er sich gekratzt hat, ist es hier noch ein bisschen rot. Ja. Hat ihm das wehgetan? Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht ein klein wenig. Gibt er mir wieder? Mm-mm. Nein. Wieso nicht? Weil er so süß ist. So süß ist. Du bist auch eine Süße. Eine ganz Süße. Wie doll liebst du ihn? Ganz toll. Ganz toll. Freut mich. Mhm. Ich streiche ihn mit einem Finger an der Backe. Hast du ihn gut eingepackt? Mhm. Mhm. Madelinchen, du musst schon auf die Toilette und ich muss ihn auch wickeln. Was willst du in deine Haare wickeln? In die Decke, meinst du? Mhm. Na klar. Guck, er schläft. Mhm. Wenn du guckst, ob er kackert, kann er. Ist er nur ein bisschen wackelig. Guck, es kratzt er sich. Ja. Guck, er sucht seine Ruhe. Ruhe sucht er. Hat die Kleine, hat ein bisschen die Zunge rausgesteckt, der Kleine. Mhm. Gute Nacht, Maxim. Meine Omnitzke. Er sieht aus wie ein kleiner Opa. Ja. Oder? Wie dein Opa, oder was meinst du? So grimmig, oder wie guckt er? Ja. Wie ein Opa, der sich eingewickelt hat und schläft. Weil seine Haare hier ein bisschen weiß sind. Sie sind doch nicht grau wie beim Opa. Sie sehen hier ein bisschen weißlich aus. Mhm. Oder rötlich. Weißlich mit rötlich zusammen. Und so breit ist er. War? Mhm. Ist sehr breit. Ich meine sehr groß. Mhm. Und ist Ui, ui, Spatz, halte bitte Köpfchen. Bitte, halte bitte dein Köpfchen. Guck, sein kleines Fingerchen. Mit den schicken Nägelchen, ne? Das der schönste Nägel von die Babys. Ja, von allen Babys der schönste Nägelchen? Mhm. Und schöne kleine Paddelchen. Er hat die kleinsten Ohren, die ich jemals gesehen habe. Hat er? Mhm. Die kleinste? Meinst die ich jemals gesehen habe, meine ich. Ich hatte aber noch kleine Roboter. Ja. Sag ich ihm so zu. Damit okay, Spatz. Dann machen wir ihn fertig, ne? Du musst auf die Aber ich halte ihn immer noch.